Guten Morgen zusammen. Wie ihr sehen könnt, sitze ich noch im Bulli. Da hängt so einiges zum Trocknen. Und sogar dieser kleine Gasheizstrahler oder Keramikheizstrahler mit Gas betrieben ist an, um ja, die ganzen Sachen so ein bisschen trocknen zu lassen, da es sich so ein bisschen eingenieselt hat draußen. Also es ist so dauernd Nieselregen, wo ich nicht wirklich Lust habe, jetzt groß was zu unternehmen. Habe mir allerdings heute Morgen eben auf der gegenüberliegenden Seite, das hatte ich euch gestern oder in dem letzten Video ja gezeigt, die Höhe Kuhstall ist da ja so eine Quelle. Da habe ich mir mal meine grüne Schüssel, die ihr hier dort unten seht, vollgemacht mit Wasser. Habe dann meine Brause dran angeschlossen und ja, hier draußen bei 13 Grad im Nieselregen schön geduscht. Sehr erfrischend, alleine durch die Tatsache, dass wir 13 Grad haben und das Quellwasser definitiv kälter ist als 13 Grad. Aber es tat gut. Es kam noch jemand vom Sachsenforst vorbei, der grinste nur ganz breit, hat aber auch nichts zu beanstanden. Daher würde ich sagen, wenn das Wetter nachher mitspielt, geht's los auf die nächste Tour. Start ist hier unterhalb des Kuhstalls, wo ich gestern ja im Grunde, oder in dem letzten Video, ich sage immer gestern, weil es für mich ja gestern war, aufgehört habe. Und dann seht ihr, was da kommen wird. Also bis später. Und falls jetzt solche Ideen kommen wie, oh, Gasheizung, Vorsicht hier. Also ich habe die Schiebetür so einen Spalt auf, rundum, wie man sehen kann. Und auch die Heckklappe ist geöffnet und vorne beide Fensterscheiben auch noch, wo ja hier die Durchreiche ist. Ich denke mir mal, dass das so sauerstofftechnisch in Ordnung gehen müsste. Ich kann es noch gar nicht so recht glauben, aber es hat aufgehört zu regnen. Es ist zwar stark bewölkt, aber ich rolle und nur das zählt. Jetzt muss ich gerade feststellen, es nieselt doch wieder so ein bisschen, ist aber nicht so dramatisch. Das Blöde ist nur, da ich mich auf eine Sommerradtour eingestellt habe, oh schön, kleiner Wasserlauf. Ja, wie ich sagte, da ich mich auf eine Sommerradtour eingestellt habe, habe ich natürlich keine Regenhose mit oder ähnliches, was total bescheuert ist, weil wir sind in Deutschland und da muss man einfach immer mit Regen rechnen. Aber Regenjacke und fertig. So, im Wald sind auch noch alte Befestigungsmauern oder Schutzmauern vor herabstürzenden Sachen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gut zu sehen über ein ganzes Stück. Vielleicht auch eine Weganlage, die irgendwo da oben hinführt. Auch in diesem Video muss ich wieder betonen, wie unglaublich schön die Natur hier ist. Hier vorne kommt jetzt die Gaststätte und Pension Felsenmühlen. Sieht auf den ersten Blick erstmal schön urig aus. Wird aber anscheinend auch noch einiges gemacht. Ach, hier ist auch ein Sägewerk noch drin. Ja gut. Ja, hat schon was. Hier sieht man das alte Getriebe oder den Antrieb vom Mühlenrad. Und dann schön den Wasserlauf, wie er hier so in Stufen runterkommt, damit er auch ein bisschen Geschwindigkeit kriegt. Herrlich. Hier sieht man jetzt natürlich auch übel, was dieses Baumsterben mit so einer Landschaft macht. Auch auf der Seite. Es ist schon gravierend. Ja, hier jetzt im leichten Regen die Neumannmühle. Ich hoffe, ich habe noch keine Tropfen auf der Linse. Und wenn, sieht das Bild halt ein wenig getrübter aus. Aber man erkennt das, glaube ich, alles noch ganz gut hier.
Neumann-Mühle mit technischem Museum. Oh, und schön mit dem Mühlenrad hier. Da fahre ich mal kurz rein, um das alles mal so zu zeigen. Hier von der Straßenseite sieht man schön den Wasserlauf, wie es dort rüber geht und hier ursprünglich zur Mühle geleitet wurde. Und hier ein Blick auf Neumann-Mühle, Berghütte und Wirtshaus mit einem echt total gemütlichen Gärtchen dahinter. Aber auch hier die Frontseite zur Straße muss ich definitiv nicht verstecken. Echt schön urig hier. Hier so entlang der Straße durchs Kirnitschtal kommt jetzt eine Mühle nach der anderen. Den Namen hier habe ich gerade allerdings noch nicht gesehen. Aber es wird bestimmt jetzt hier irgendwo dran stehen. Die Buschmühle. Auch wieder sehr schön. Und auch hier wieder so ein schönes Wehr. Was da so hingleitet, das Wasser. Ich glaube, das ist die höchste Bahnbarke, die ich kenne. Aber nicht ganz ungefährlich, ne? Wenn man hier mit einem größeren Fahrzeug durch will. Naja, ansonsten hier wieder dieses glasklare Wasser. Das ist echt irre. Wenn es nicht so kalt wäre, möchte man die ganze Zeit reinspringen. Auch hier der ganze Wald tot. Echt schlimm. Auf jeden Fall ist mir hier bergauf durch dieses Serpentingeschlängel nicht mehr kalt, sondern ganz im Gegenteil. Hat doch auch seine Vorteile. Für solche Passagen wie hier wäre jetzt ein Allradfahrzeug schön. Und dann könnte man da drüben so ein bisschen noch rein. Und absolut abseits stehen. Das wäre doch der Hammer. Ja, hier ist jetzt Saubsdorf Räumicht. Eine kleine Ortschaft. Mitten im Nirgendwo. Zum Wachberg geht's dir. Auch, da kann man wohl Skifahren, zur passenden Jahreszeit natürlich. Aber ich werde mich wahrscheinlich ja rechts halten. Da ist der normale Radrundweg Sebnitz-Kirnitschtal, den ich ja hier versuche zu folgen. Ja, hier in Saubsdorf ist auf der Seite die Bushaltestelle für schlechtes Wetter. Und hier auf dieser Seite, die für gutes Wetter, könnte man meinen. Auch immer schön, was hier so alles blüht am Rand. Bei dieser entspannten Geschwindigkeit kann man das gut erkennen. Ganz dort in der Ferne ist ein Aussichtsturm zu sehen, so wie es von hier aussieht. Wenn der natürlich noch auf dem Weg läge, wäre das klasse. Da würde ich gerne mal hoch. Und jetzt gibt es Päuschen aus so einer Buswartehütte hier. Ich warte den Regen kurz ab und dann geht's weiter. Ich glaube, ich bin einfach zu ungeduldig. Es regnet jetzt schon seit ein paar Minuten, aber ich habe irgendwie auch keine Lust hier zu sitzen. Hätte ich vielleicht das Buch mitnehmen müssen. Aber wenn ich mir mein Rad die ganze Zeit so anschaue, sehe ich, dass das auf jeden Fall Pflegebedarf hat. Das hat jetzt so fast 10.000 runter. Ja, 9.500 Kilometer und die letzten Touren haben ganz schön dran gezerrt, wenn ich das so sehe. Und der Verschleiß ist an allen Ecken und Kanten. Das ist noch das erste Ritzelpaket, erste Kette. Die hatten wir ja damals in Passau nur flicken lassen, aber es hält alles. Also jetzt in der Mecklenburgischen Seenplatte hat es teilweise so schlechte Untergründe gehabt, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, dass die Federgabel mittlerweile Spiel hat, Lenkkopf, ja, die Kette rutscht durch, das Tretlager knarzt ein bisschen,
Die Sattelstütze ist ja gefedert, die ist auch mehr oder weniger durch, habe ich das Gefühl. Die wabbelt richtig. Aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, dafür, dass das ja ein Fertigrad war, wo ich Pedale, Ständer, Sattel, Lenker und vorne den Taschenhalter geändert hatte, ist es von den Grundkomponenten echt gut gewesen. Naja, sinnloses Geschwafel wahrscheinlich. Ich fahre jetzt im Regen weiter, weil so stark regnet es im Wald ja nicht, das wisst ihr alle. Das Blätterdach schützt und da hoffe ich jetzt mal drauf. Also los geht's. Jetzt kommt hier tatsächlich eine Ampel, die gerade grün hat. Aber ihr glaubt ja wohl nicht, dass ich mit meinen 5 km/h in der Grünphase hier durchkomme. Ja, wenn man drüber lachen kann, ist ja alles gut. Die erste Fernsicht dieser Tour. Herrlich. Da ist ein Fahrradparkplatz. Habt ihr gesehen, das Schild? Extra für Radfahrer. Kaum am Hang. Ja, ich habe für die Ampel übrigens 2, nee, 3 Grünphasen gebraucht, so gesehen. Also Gegenverkehr kam, dann der rückwärtige Verkehr und nochmal Gegenverkehr. Also war nicht ganz zu schaffen in der Zeitschleife, die die Ampel da hatte. Und hier oben auf der Kuppe kommt doch dann tatsächlich ein Campingplatz. Der Camping-Torwaldblick. Bestimmt ein ruhiges Fleckchen Erde hier. Hinter Hermsdorf, Stadt Sebnitz. Willkommen. Ja, dann schauen wir mal, was es hier zu sehen gibt. Auf jeden Fall gibt es hier schon mal Ziegen, und zwar Maggie und Peggy. Dort oben im Bild, glaube ich, gut zu erkennen. Ja, hier steht ein Schild zur oberen Schleuse direkt an diesem kleinen Teich. Ich nehme an, das ist ein Löschteich oder sowas. Und obere Schleuse hört sich doch erstmal gut an. Und hier gibt es einen kleinen Tante-Emma-Laden. Auch schön. Schon lange nicht mehr gesehen. Und der Duft von Koks in der Luft oder Briketts. In die Richtung geht dieser Nationalpark-Radweg und da ist dann auch in, ich glaube, 3 km stand gerade da, der Grenzübergang in die Tschechoslowakei. Ja, ich habe mich jetzt hier mal so an obere Schleuse orientiert. Leider liegt das nicht auf der Radroute, so wie ich das hier verstehe. Und der Wanderweg, der kürzeste bis zur oberen Schleuse und Bootsstation, was mich ja interessiert hätte, ist 45 Minuten, aber als Wanderweg. Und das überzeugt mich nicht so ganz. Jetzt hatte ich allerdings hier ein Schild entdeckt, Kirnitschtal. Über diese Radroute im Nationalpark wären nur 3,5 Kilometer. Das wären ungefähr 15 weniger, wie ich jetzt gemacht habe. Und das finde ich schon gar nicht schlecht, weil ich habe hier gerade mein Pullover und Jacke. Ich stehe jetzt hier in meinem Hemdchen oder Unterhemdchen, weil ich erstmal durchtrocknen muss. Von außen nass vom Regen, auch wenn das jetzt hier unter den Bäumen gerade nicht so aussieht. Es regnet schon kräftig und von innen nass geschwitzt. Ja, ich denke mir mal, obere Schleuse muss ich mir dann doch nochmal als Wanderung gönnen. Und nicht mit dem Rad. Jetzt mache ich mir mal Gedanken, wie es weitergeht. Ansonsten macht jetzt hier an diesem Parkplatz obere Schleuse diese Buchenparkhalle einen guten Eindruck. Da kann man wohl einkehren für Essen und Getränke. Ja, hier von der Buchenparkhalle hat man jetzt auch wieder einen schönen Blick auf diesen Aussichtsturm, der genau gegenüberliegend auf dem Hügel ist. Leute, ich kann es euch nicht sagen, warum. Irgendwie sträubt sich in mir auch alles, aber ich fahre diesen Radweg hier Richtung, ja, Radroute Nationalpark einfach mal weiter. In der Hoffnung, dass die Ausschilderung gut ist. Weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel kehrt machen würde,
hätte ich außer wenigen Meter eine lange Bergabstrecke, aber halt denselben Weg, wie ich gekommen bin. Und das versuche ich ja eigentlich immer zu vermeiden. Deswegen probiere ich jetzt mein Glück hier durch den Wald. Wenn alles gut läuft, müsste ich grob im Kirnitzschtal wieder rauskommen. Oh ja, erkennt ihr das auch? Es geht bergab. Endlich mal. Es lässt sich echt sehr schön fahren hier durch den Wald. Der Weg, wie ihr seht, ist zwar ja ein bisschen ruppig wie immer, aber funktioniert gut und auch die Ausschilderung. Radroute Nationalpark ist bis jetzt gut. Das Ganze mal bildlich so ein bisschen darzustellen. Da unten muss ich wieder hin. Und so geht der Weg jetzt hier schon seit einem Kilometer. Herrlich. Mit dem Mountainbike wäre das der Kracher, aber auch so macht schon Laune. Aber auch hier lohnt es sich, immer wieder rechts und links vom Weg drauf zu achten, wo man dran vorbeikommt. Auch solche Bärenhöhlen hier. Nur filmen bei dieser Strecke und fahren geht leider nicht. Sonst würde es mich ganz schnell zerlegen. So, ich bin vom Höhenniveau auf jeden Fall schon mal wieder hier auf der Ebene des Baches. Entlang wieder dieser riesigen Felsen. Klatschnass bis auf die Knochen. Aber die Abfahrt hier war teilweise 35, 36 km/h. Unglaublich spaßig. Ich mache sowas ja gerne. Andere sagen, das ist bescheuert. Es ist auch nicht risikolos, ich weiß. Aber manchmal muss man dieses Risiko auch mal eingehen, wenn sich so eine Gelegenheit bietet. Und zwischendurch sind hier Düfte im Wald. Ich würde sagen, hier rennt irgendwo ein Moschushirsch rum oder sowas. Keine Ahnung. Naja. Eine meiner Macken, dass ich immer alles rieche. Aber hat uns auch schon teilweise schöne Blicke auf irgendwelche Tiere ermöglicht. Wie mit dem Marvin damals am Rothaarsteig, wo wir da zu diesem Wasserfall gewandert sind. Da hatte ich Marvin auch noch gesagt, guck mal, riechst du das? Hier sind irgendwo Wildschweine. Und zack, kurz danach haben wir uns mal eine ganze Zeit lang ruhig verhalten und ausgeharrt. Und da hat man sie im Wald dann auch gesehen. Und auch solche schönen Bauwerke sieht man hier auf diesem Rundweg, der für die Radler extra gemacht ist. Und hier kann sich einiges am Wasser anstauen, bis diese Höhe erreicht ist. Ja, man ist auch wieder ein bisschen höher jetzt hier als das Wasser. Die Kilometerangabe vom Parkplatz Obere Schleuse bis ins Kirnitzschtal. Seht ihr dieses satte Grün an diesem doch sehr grauen Regentag? Es ist herrlich. Hier stand gerade das Schild, dass ich gleich wieder an einer dieser Mühlen rauskomme. Der Weg ist hier jetzt mittlerweile auch schon befestigt. Daher würde ich sagen, ich beende jetzt das Video hier, werde dort noch ein bisschen verweilen, schön unter dieser Felskante im Trockenen und ja, dann war es das für dieses Video. Mir fallen gerade wieder nicht die passenden Worte ein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir definitiv. Auch wenn es sehr fordernd wieder war, aber das hat nun mal diese Region so für sich. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Markus.